Hi, servus, herzlich willkommen zum LS19. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen mit dem Beast, ne? Und muss sagen, gefällt mir. Also gefällt mir wirklich. Das Schneidwerk ist ja eins von denen, wo ich gesagt hatte, das wäre das, was ich kaufen würde. Ist auch so, denn das ist hier, ist, müsste nochmal das 13,7 Meter sein mit diesem Bandlaufwerk. Und dem Fahrwerk. So, und das wäre dann so, ja, das wäre das Teil, was so in Frage käme bei mir. Wenn ich den irgendwann mal upgraden würde, ne? Davon mal abgesehen. So, den Kollegen. Der klackert aber. Den habe ich zum Grubbern hier. Der muss Feld 8 gegrubbert werden. Oh, hier drin geht's aber. So, das heißt, wir haben ein bisschen was zu fahren. Das sollte normal gehen. 53 km/h ist locker. Und ich muss noch meine Erträge von Feld 11 muss ich auch noch zurückfahren. Die müssen noch zum Hafen. Zum Hafen müssen die. Ja, die müssen noch da runter. Ich pack das Mikrofon mal ein bisschen weiter nach oben. Und dann könnte man mich geiler verstehen. Zwei Düngestufen. Ach, warum sage ich immer Düngestufen? Zwei Wachstumsstufen mitten im Feld. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wahrhaftig keine Ahnung, warum ich mir da zwei oder wie ich mir da zwei Wachstumsstufen reingebastelt habe. Nervt mich auf jeden Fall mehr, als es sollte. Auch wenn es zur Erntezeit garantiert vollflächig gewachsen ist, ja, nervt es halt trotzdem. So, da ich ja weiß, wie schön Feld 80 bearbeiten lässt. Ja, andersrum wird noch beschissener, ne, weil da unten die Bahnlinie ist. Ich klappe die Kiste einfach mal aus und sag dem Willi hier, er könnte machen, was er will. So, der kann dann nämlich direkt das Schild mit eingrubbern. Genau. Ah, das hängt jetzt vollkommen dazwischen. Egal. Darf man nicht so eng sehen. So, das muss ich noch zum Hafen fahren hier. Hafen Süd war es, glaube ich. Jetzt könnte es wieder sein, dadurch, dass ich auf Feld 10, ich meine auch Soja am Ernten bin, dass sich die Aufträge wieder vermischen. Weil das Spiel kommt mit dem Mod, dass man mehrere Aufträge machen kann, nicht so ganz so parat. Hatte ich ja schon mal bei, ich glaube, einem Baumwollauftrag. Fast noch eine. Hier so eine Laterne mit erwischt. Da hatte meine Baumwolle von, ich weiß gar nicht mehr, ich sag mal, Feld 8 hat für Feld 10 gezählt. Und, ja, ich hatte nachher Angst, dass ich dann Feld 8 nicht abschließen könnte, aber so oder so, es hat komplett gereicht. Oha. Ich dachte, er fährt geradeaus. Hat komplett gereicht für beide Aufträge. Und hat halt nachher die Wolle. Das kann nicht wahr sein, das hier. Die Wolle von Feld 10 für Feld 8 gezählt. Und so wird dann hier auch sein. Also wenn das jetzt nicht für Feld 11 zählt, na 11, ne? Genau, 11. Dann zählt nachher der Rest von Feld 10. Der wird dann für 11 zählen, das von 11 für 10. Wir werden es sehen. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Da ist also dann nichts verloren, wenn das jetzt nicht komplett zählen würde. Noch alles offen. Keine Arbeit umsonst gemacht und ja, wird funktionieren. War bislang immer so. Oh, hier unten am Hafen war ich echt übelst oft in letzter Zeit. Hier habe ich fast alles hinverkauft. Einfach, weil es hier einen guten, ja, einen guten Kurs gab. Oder
ich echt hier hinfahren muss. So, mal gucken hier. Es zählt natürlich nicht. Nö. Zählt für Feld 10. Das ist das, was ich meine. 32% wurden an 10 transportiert. Es kam aber ursprünglich von Feld 11. Da hatte ich ja mit eigenem Gerät geerntet. Es ist aber kein Beinbruch. Absolut nicht. Lasse ich halt den Vertrag stehen. Und wenn 11 dann abgeerntet ist komplett, dann kann ich... Dann werden, also am Ende vom Krieg, da werden die Toten gezählt, das steht fest. So, und dann kann ich da sagen, jo, alles klar, beide Aufträge auf einmal abgeschlossen, dauert jetzt halt noch ein bisschen länger, aber ist kein Problem. Ich meine, die Zeit habe ich ja eh. Gut, erstmal hier wieder Vollgas nach Hause brezeln. Immer wenn ich hier, ne, 83 km/h ist normalerweise keine Geschwindigkeit für ein LS19. Ich merke es jedes Mal wieder. Immer wenn ich so schnell fahre, habe ich hier regelrecht Herzklopfen. Mhm. Und dann noch der Verkehr dazu. Geilomat. So, jetzt... Ja, nee, ich nehme den anderen Trecker zum Abfahren. So, die Kiste ist sauber. Dann hänge ich hier den Frontlader mal ab. Ich habe die Tiere noch ein bisschen versorgt. Denen geht's ganz gut. Und dann war nämlich noch irgendwo eine Sämission. So kann ich den abmachen, genau. Die würde ich wohl auch noch mitnehmen. Ich meine, warum nicht? Hab ja eh noch mal mindestens eine Wachstumsstufe hier nehmen, also es wird noch bis, ja, wird noch ein bisschen dauern. Und dann kann ich ja ruhig noch Aufträge annehmen. Fahrzeuge habe ich. So, was ich ein bisschen schade finde, ich habe ja hier diesen Dieseltank hingebaut, ne? Und ich finde den optisch eigentlich nicht so schön. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus, da ist der Trecker was leiser. So, Feld 14 säen, Raps aus. Können wir machen, nehmen wir mit. Ich finde den nicht so ansprechend optisch. Und jetzt gibt es im Mod-Hub vom LS19 gibt es einfach nur eine Zapfsäule halt, ne? Die würde mir viel eher zusagen. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Erstmal hier auf Raps stellen. So, nicht, dass ich das nachher vergesse. Gucken, ob ich das mache und das noch ändere. Dann hätte ich auch, ja, ein bisschen mehr Platz. Juckt, glaube ich, da an der Stelle niemanden. Aber es würde mir besser gefallen. Wird dann natürlich auch wieder Klargeld kosten. Wie auch sonst. Kostenlos gibt es mir ja keiner. Mal schauen, sehe halt dann schon geil aus, ne? Hab's auch noch nicht installiert, also ich kann es echt nur erzählen, nicht zeigen. Ich dulli, weil ich den Mod noch nicht installiert habe. So, habe ich noch Düngeraufträge? Ballen, pressen, ernten, 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 ernten. Ernten, ernten, mähen. Feld 26. Raps abernten. Ja, nehme ich doch mit, ne? 26 ist direkt am Hof. Du bist fast voll. Kann man ja dich nehmen, auch mit. Hier fahre ich mit dem, na. Ist ja derselbe, wie ich den habe, der MAN, nur halt mit einem besseren Kipper. Absolut. Da geht ein bisschen mehr rein als bei mir. Und man sieht auch, was das für einen Unterschied macht, ne? Diese paar Meter mehr. Ja. Wie viel sind es? 4,70 Meter mehr? Je Arbeitsdurchgang? Nee. Also ist ordentlich schnell. Was ist das hier? Piept der? Warum? Naja, ist schon ordentlich, was das für einen Unterschied macht. Feld 10 ist ein relativ großes, ich würde sogar fast sagen, mit eins der größten. Und es ist, ja,
Ich würde jetzt mal sagen, genauso schnell abgeerntet wie mit meinem Drescher Feld 11 beispielsweise. Gefühlt. Irgendwie so. Ob es jetzt genauso ist, weiß ich natürlich nicht. Das ist interessant. Ich bin gespannt, wie der jetzt wendet. Da der auch vorne angefangen hat, ne? Also hat angefangen zu grubbern und dann irgendwie aufgehört. Kann das sein? Ganz komisch. Ich bleib mal kurz hier. Vielleicht regelt er das ja noch. Ich glaube zwar nicht dran, aber kann ja gut sein. Scheint aber, glaube ich, die Linie wieder gefunden zu haben. Na gut. So, wo wollte ich hin? Ernten 11 aktiv. Ernten. Habe ich 17 angenommen im Leben nicht, oder? Hab ich. Hä? Nee, Kappes. Hier, 26. Da wollte ich hin. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Das wäre aber ein Ding gewesen. Ich bin selbst verwirrt. Junge, Junge. Das wäre ein Ding gewesen. Er hat doch mal wieder so irgendeinen Dollmannsauftrag angenommen, wo ich überhaupt kein Schneidwerk für habe, ne? Ist eigentlich auch ein Fehler, dass ich kein Schneidwerk für Sonnenblumen habe. Oder eben Mais oder was es alles gibt. So, den Kollegen klacken wir direkt ein. Und dann mache ich diesmal so, dass ich nach oben fahre. Ich fahre zur höchsten Stelle vom Feld und ernte dann nach unten. Ich denke, von der Menge sollte das echt alles in einen Korntank passen. Nicht so viel, nicht so groß das Feld. Kann man ruhig mal probieren, so abzuernten. Gut, den fahre ich dann nachher daneben hin. Ich wollte aber noch eigentlich was anderes gucken. Und zwar, wie leer der Anhänger ist. Das wäre interessant zu wissen. Den wollte ich nämlich wegbringen oder ja, abholen lassen. Der ist ja nur gemietet und kostet halt unnötig Geld. So, da sind noch 106 Liter Diesel drin. Pass mal auf, kann ich den hier so auftanken? Kann ich nicht. Mache ich den LKW mal voll, weil ich habe auch eben schon den Drescher aufgetankt. Der ist halt leider voll. Hier ist halt echt leider alles so gut wie voll, weil ich schon versucht habe, das Ding leer zu bekommen. Ne? Und ich musste das Teil ja auch nur haben, weil ich echt mal mit dem Drescher platt gefahren, ja, leer gefahren habe. So, 106 und jetzt noch 90 drin. Ja, super, hat ja viel gebracht. Ich würde ihn aber wohl wieder hier neben hinstellen, so ganz in die Ecke reinquetschen. So wie er gestanden ist. Und dann gleich nochmal dran vorbeifahren mit irgendwas. Im Case oder so. Das könnte gehen, da könnte noch bestimmt 90 Liter reinpassen. Ganz bestimmt. Und dann kann die Kiste weg. So. Bin begeistert. So hat er gemacht. Ah, kein Ding hier. Ich bin für Lohnarbeiten reserviert. Kein Problem. Mache ich meine eigenen Lohnarbeiten.
das finde ich jetzt ein bisschen krass. Normal haben. Ja, es geht auch. Normal haben alle Traktoren vorne so eine wie so eine Art Finne drauf, ne? Dass man sehen kann, wo die Mitte ist. Hier, weiß ich nicht, der Waldrat hat das irgendwie nicht. Dafür nur so zwei Dellen da drin. Finde ich ein bisschen schwieriger, daraus zu finden, wo die Mitte ist. Oder hat er die Sache jetzt nur abgeblasen, weil er sein Schild verloren hat hier? Kann sein. Ich meine, das Straßenschild war zum Grubbern schon wichtig. So, Memo an mich, Feld 8 ist scheiße. Kann man so festhalten. Lässt sich nicht gut mit der Rüben... Nee, Kartoffel... wie komme ich denn immer auf Rüben, ey? Nur Rummeln im Schädel, ne? Mit der Kartoffelerntemaschine lässt sich das Ding nicht gut befahren und hiermit auch nicht. Wenn ich dann sage, ich fahre andersrum, hänge ich unten im... Im Gleis. Im Zugverkehr. So, ich dachte, das Schild nehme ich wieder mit. Ich wollte schon freudestrahlend sagen, so, da ist das Schild wieder, aber schade. Schade, schade, schade. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. So, jetzt bin ich gespannt, wenn ich den wieder hier ansetze. Ich fahre den jetzt passend und kurbel hier wieder einen Helfer an. Und go. Wie der sich schlägt, zum Nach und Nach. So, du bist... Ich sag ja, ne, das ist... Heftig. 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 Was das für einen Unterschied macht, wie breit das Schneidwerk ist. Kapp es. So wollte ich. Bin jetzt hier. Ja, ich hatte relativ am Anfang. Ja, angefangen. 17 Minuten. 18. Und das größte Feld ist mehr als zur Hälfte geerntet. Heftig. Gefällt mir. Ja, nächste Anschaffung, Riesendrescher. Oder doch Riesendrecker? Mal gucken. Ich kann ja klein anfangen, für meinen Drescher so ein Riesenschneidwerk kaufen. Macht dann zwar keinen Sinn beim Abtanken, aber egal. Dann habe ich halt ein riesen Gerät, ne? Ey, das macht echt keinen Sinn. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Ich fahre den schon mal passend, dass ich gleich einfach nur mit meinem Drescher hier vorne hinfahren muss. Einmal abtanken und dann kann ich den Mist bei den Hafen fahren oben. Super. So, mit meinen Feldern dürfte soweit alles stimmen, hatte ich schon mal geguckt. Da passt alles bis auf vorne. Die Wiese, die könnte nochmal gedüngt werden, aber muss jetzt nicht unbedingt. Muss nicht unbedingt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Karte sich nicht ändert. Ich habe ja die ganzen Bäume alle weggeholzt, ne? Bisschen schade. Aber okay. Man sieht ja auch nicht, dass hier ein neues Feld entstanden ist. Es... Ja. Hier sieht man es an der Anpflanzung, aber dann später. Ja, hier sieht man es halt komplett. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Soweit sind wir. Meine Aufträge werden auch funktionieren. Da bin ich mir so gut wie sicher. Grubbern, ernten. Hey, das läuft. Säen. Perfekt.
Für mich auf jeden Fall. Wenn es für dich auch perfekt war, lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du es noch nicht hast. Auf jeden Fall ein Abo. Und dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif, hab einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.